Wir machen weiter, beziehungsweise wir gehen in Fino, wie ihr es hier unten seht. Ich habe mich gerade noch schnell angemeldet, denn heute ist ja der 1. Mai, das heißt Feiertag für viele, keine Schule. Und wir können... Oh. Und wir finden eine schnelle Fino. So, natürlich Aufbruch, um Level 77 zu werden, natürlich. So kann man diesen Part auch nennen. Denn uns fehlt noch 1% bis 77. Ist doch cool. Ich bin mal gespannt, ne? So, was gibt's noch zu erzählen? Genau, ab heute Abend kommt natürlich wieder meine Horror Games, ja? Kann man so sagen, ich habe gerade irgendwie nur Horror Games auf dem Kanal. Was mit Horror zu tun hat, gerade Treadout beendet am Sonntag, also gestern. Outlast kommt ab heute Abend auch wieder. Das wird natürlich täglich dann ausgestrahlt. Hat letzte Woche nur zu wenig Zeit, noch das weiterzumachen. Nach dem ersten Part. Aber Outlast 2 kommt ab heute Abend natürlich wieder. Genauso wie Resident Evil 6. Da machen wir auch weiter. Ich bin gespannt, wie lange das braucht. Wir haben ja da noch die verschiedenen Personen durchzuspielen. Wir sind immer noch beim Leon. Aber das hat auch, da erfahrt ihr weiteres in Resident Evil Part. Problem ist, ich nehme die halt immer erst am Abend auf. Damit hier meine Zimmerbeleuchtung ein bisschen dunkler ist. Also, ich kann es hier nicht ganz dunkel machen, wie ich es immer haben möchte. Für meine Horror Parts hier. Aber ist okay. Alles okay. Was gibt's denn noch genau? Ab diese Woche, am 5.5. soll ja Prey rauskommen. Prey, sorry. Wenn ich es gerade auf B gesagt habe oder so, keine Ahnung. Prey. Das heißt, das ist der Freitag, wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. Ab da kommt natürlich Prey. Das wird auch ein Hammer-Game, freue ich mich auch schon mega drauf. Ich hoffe, ihr seid da natürlich auch mit dabei, da werde ich mich sehr drüber freuen. So, ich habe es noch gar nicht mal geschaut. Wie sieht es denn gerade in der Acker aus? Haben wir neue? Nein, immer noch nicht. Nun gut. Dann halt noch nicht. So. Es geht weiter voran. Bald sind wir Level Up. Ich will endlich... Wie nennt sich es jetzt nochmal? Feuerlande? Nee. Ich vergesse auch, wie es heißt. Brennenden Fels, genau. Das mit Feuer war schon richtig. In den brennenden Fels, genau. Auf die Quests freue ich mich. Die haben mir immer Spaß gemacht. Und damals habe ich die mit dem Clary gemacht. Ganz alleine. Aber ich denke, mit dem Hunter hier wird es gar kein Problem.
So. Oh, 20.000 noch, ne? Das ist nicht mehr viel. 20 Mobs noch, dann haben wir's. Und zwar auch mal kurz. Wir sind ein bisschen zu schnell. Na, ah, jetzt ist er tot. Gehen weiter. King Kong Rappen, Ritter. Ich hör mal's. Super. So. Wo ist denn der Minenrobo eigentlich? Ist er noch hinter uns? Es gab tatsächlich mal Kingdom Quest. Da hat man tatsächlich mal einen Boss vergessen mitzunehmen. Ist alles einfach dran vorbeigelaufen oder wir waren zu schnell oder irgendwie so war das immer. War ja dann schon lustig. Guck mal, das schläft noch. Ja, ist ja auch schon. So. Hauen wir mal die Rübe rein. So. Oh, 3000 Erfahrung. Ich nehme viel. So, Ziel nicht sterben. Wie immer halt, ne? Nicht, dass wir wieder keine Erfahrung bekommen. Hey, und wir haben es geschafft, wir sind Level 77. Endlich wieder ein Level up, Zeit wird's. Jetzt sind Erfahrung 20 Millionen. Hey, hey, hey. Eine gute Zahl.
Das ist wirklich eine gute Zahl. Oh, das war's schon. Ey, die unsichtbare Fina. Ist immer noch nicht um. Freundespunkte müssen wir auch mal nutzen. Klar, das müssen wir auch mal gleich machen. Machen wir die ganzen Philo-Sachen auf. So, auf nach Elde. Da, das ist halt alles hier für Schriftrollen, Tränke und alles. Ich weiß nur nicht, wo ich das Zeug hinpacken soll. Das ist das. Ah, wir haben neue Quests, gell? Ja. Freundespunkte kriegt man, das mache ich mal anders. Was haben wir bekommen? Du hast Medizin T1 10-mal durch Freundespunkte erhalten. Mentale Verstärkung. Das ist jetzt nichts Atemberaubendes. So, aber ist egal. So, wir machen. Wir holen uns mal noch die neue Quest. Ugas Jungfrauen vermisst. Aha. Okay. Dann suche ich sie mal. Im verborgenen Gefängnis. Na super. Okay, nach Fähigkeiten-Update auch noch schauen. Ja. Sogar was. Fünfundneunzig, okay. Nur eine. Den Kraftschuss. So, neue Quests halt. Das war ich falsch. Soldat der Vernichtung 3. Epische Quest.
Na, oben beim Gilden. Händler. Wer hat den weggeschmissen? Okay. Guck mal, ein GS von 29. Der ist schon gar nicht mal so schlecht. Behalte ich. Das war mal ein schöner Fund, hätte ich sagen. Betrunkener Lump. Dämonische Pfeile. So, haben wir noch was? Nein. Kindungquest, okay. Nehmen wir halt auch noch an. Ja, nice. Oh. Müssen nochmal da Lebenstränke herstellen, sehe ich gerade. Teufelsdoom. Ich glaube, es geht nur bis 80, soweit ich weiß. Wo gehen wir jetzt eigentlich hin? Die Frage hat sich erledigt. Wir gehen in die Etage 2. Hol uns noch ein Buff. Einen guten am besten. Nee. Schauen wir, ja gut, wir gehen das sowieso nach Elde. Guck mal da kurz nach. Ob sich da einer hinführt hat. Und dann das verborgene Gefängnis zurück. Oh, brauchen wir noch irgendwas? Nee. Das schaut noch gut aus.